Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, die Rüstungsinsel DLC oder das Rüstungsinsel DLC, würde ich mal sagen. Wo wir ja gekonnt erstmal die Story voll ignorieren und uns aufs Pokémon Fangen konzentrieren. Und ja, da ist ein Abra. Willst du mich auf den Arm nehmen? Weil ich habe hier einige Eier schon vorbereitet, ne? Übrigens haben Pummeluft dabei. Lass mal entwickeln für den Eintrag. Ich habe 17 Mondsteine. Boom. Ja, ich wollte eigentlich diesen Part hier noch damit zubringen, hier einige Eier schlüpfen zu lassen. Von den Pokémon, die ich letztens gefangen habe. Um noch ein paar Einträge zu bekommen. Aber ja, da kommt hier so ein Abra auf einmal vorbei. Ich habe jetzt ein Ei mit einem Abra. Was? Ich habe keinen Eintrag bekommen. Was? Ich glaube, ich hatte schon Knuddeluff irgendwie, ne? Durch. Ja, ich glaube schon, ja. Durch Zaubertausch nehme ich an. Je mehr Luft es einatmet, desto größer wird es. Es ist verärgert, bläst seinen Körper enorm auf und schüchtert so seine Gegner ein. Ist es verärgert, mein Gott. Na gut, Pummeluff raus aus meinem Team. Also Knuddeluff jetzt meine ich. Blip. Nee, irgendjemand Schwächeres. Blip. So. Boom. Okay. Na, du kommst gleich rein. Gut, dann ist das Haspirohr. Was ist das? Klingeling. Ich weiß, das heißt nicht so. Klavion. Gut, wir fangen jetzt weiter Pokémon erstmal, ne? Weil warum nicht? So, jetzt einmal paralysieren. Das Geist, also kann ich hier nicht angreifen, ne? Können versuchen, dich einmal mit Psychoklinge anzugreifen. Machen wir mal. Muss aber nicht drauf gehen dadurch. Nee. Gut. Ich hätte mir vielleicht ein paar Pokebälle holen sollen. Wollte ich beinahe sagen, Pokebälle fangen. Schnapp sie dir alle, ja. Gut, neues Pokémon direkt. Klar, wir haben das, soll gar nicht schlecht sein für komplett Play, wenn ich mich nicht irre. Für irgendwas. Jedes Pokémon sammelt unaufhörlich Schlüssel. Vertraut man ihnen ein besonderes wichtiger Anspiel, schützt diesen um jeden Preis. Cool. So. Hi, Starmie. Dich wollte ich benutzen, aber dich gab es nicht in Schwert. So viel dazu. So. Es ist sonnig. Das heißt, seine Wasserangriffe werden wir nichts anhaben können. Cool. Na, macht jetzt ein bisschen nervig. Aber egal, nichts, was ich gar nicht erledigen kann. Von einem Aquaknarre. Wow. Das, wie viel hat er jetzt abgesungen? Habe ich jetzt nicht gesehen. Ging zu schnell. Eine Aufnahme habe ich halt auch nicht sehen können. Komm, Fußschrei. Und jetzt tun wir Bälle schmeißen. Das ist ein cooles Pokémon. Ich habe nicht so viele Wasser-Pokémon kompetitiv trainiert. Aber es ist damit nicht schlecht. Soll richtig gut sein, glaube ich. Tun mal so, als hätte ich eine richtige Ahnung von Competitive Play in Pokémon. Ich habe nur so Pseudo-Wissen. Ist genau wie in Smash Bros. Hier. Ich kenne, weiß ich nicht, die ganzen Competitive Sachen alles, aber ich kann sie nicht umsetzen. Ich so schlecht bin. Wenn man zum Beispiel wenig Smash Angriffe einsetzen soll und mehr so Sprungangriffe und also was oder Tilts, ja. Ich kenne halt alles, aber ich kann es nicht umsetzen. So, bleibst du jetzt mal drinne. Ich traue mich nicht, dich anzugreifen. Dann hau ich mich wieder selber, ne? Danke. So, dich mache ich zu einem Ei. Außer ich finde jetzt irgendwo gleich einen Stern. So, also mit dem Fangen läuft's. Finde ich gut. Das als Kern bezeichnete Organ dieses Pokémon erscheint in den 7 Farben des Regenbogens, wenn es da wie mächtige Psychokräfte entfesselt.
Da habe ich eine sehr lange Zeit nicht gewusst, dass Starmie auch zur Hälfte ein Psycho-Pokémon ist, ehrlich gesagt. Kam mir irgendwie nicht so in dem Sinn. Ja. So ein Pfadhaus und ich wollte einfach so was Wasser. Warte, ist neu. Ich wollte über das Wasser fliegen. Über das Wasser laufen. Jesus. Warte, du meinst wie Jesus? Ja, Naruto, so wie Jesus. Warte mal, so was heißen. Jesus war ein Ninja? Ja, Naruto, Jesus war ein Ninja. Wirklich? Nein, nicht wirklich. So, das Ding war, glaube ich, auch voll gut. Oh Gott, stimmt, Flug. Los. Warte mal, ich glaube, du hast Flammenkörper, ne? Ja, alles. Au. Rückenwind, ja, viel Spaß. Auch. Egal, solange du gefangen wirst. Ich würde mich ein bisschen sicherer fühlen, wenn meine Eier hier geschlüpft wären. Dann könnte ich nämlich, weiß ich nicht, ein bisschen mehr überleben. So, gefangen, boom. Chakalaka. Spalt Funken in Nisthöhlen und erlegt die erschrocken daraus vorkommenden Beute mit seinen scharfen Krallen. Ich weiß, es ist ziemlich interessant, wie ich jetzt einfach nur jedes Pokémon erstmal fange, anstatt irgendwie die Story zu spielen. Aber ich habe auch in Let's Plays von anderen Leuten schon reingeguckt damals, also im Schwert, nicht in DLC. Und ja, toll, was mache ich denn jetzt? Das ist voll furchteinflößend, ey. Ja, damals ein Schwert habe ich schon bei einigen Let's Plays reingeguckt, nachdem ich natürlich schon fertig war. Weil nicht irgendwie jeder, der irgendwie das Spiel angefangen hat, erstmal so, weil ich 5 Parts irgendwie in der Naturzone verbracht und erstmal Pokémon gefangen. Und das natürlich als erfolgreiche Let's Player sind, nehme ich mal an, das ist die richtige Art, irgendwie hier an die Sache heranzugehen, ne? Also mache ich jetzt so wie die ganzen erfolgreichen Let's Player, ne? Ich tue erstmal voll Zeit verschwenden und mich dann um die Story kümmern. Ne? So wird man erfolgreich. Oh Gott, da kommt das Ding schon wieder. Und da kommt noch eins. Und da ist irgendwann aufgetaucht, aber ich habe keine Zeit. Oh Gott, das ist echt. Das macht mich echt voll nervös, ey. Ich habe auch so einen Galar-Zweig irgendwie mal gefunden, ne, an so einem Baum. Ganz nebenbei. Das ist echt krass, wie dieses Wailord da so einfach am Hocken ist. Richtig cool. Oh nein. Screenshot. Was ist da gerade aufgetaucht? Ich habe schon wieder nicht gesehen. Ja, Twilight mich nervös gemacht hat. Weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber Blauwale sind meine Lieblingstiere. Einfach nur, weil die größten Tiere sind, die es jemals gab. Dubios des. Ach, das ist, glaube ich, für Pyrigon, ne? Oh, gibt es ja Pyrigon dann. Pyrigon. Keine Ahnung. Da habe ich auch gern benutzt. So, ja, Galanus 2. Ein Zweig eines Baums namens Galanus, der in den Teilen der Galar-Region wächst. Er dient als Material zur Herstellung von Schmuck für ein bestimmtes Pokémon. Okay. Ich glaube, da ist für Phlegmon, ne? Weil ich habe mal versucht, das irgendwie zu entwickeln, aber dann habe ich irgendwie gelesen, dass irgendwie ein Gegenstand braucht, den es nur ein Schild im DLC gibt. Ich glaube, das ist das dann, ne? Irgendfeder, Espritfeder. Irgendwas? Nö, halt. Na, okay, ich dachte, da wäre jetzt irgendwie so ein Eingang oder so. So, als ich mich übrigens hierhin teleportiert habe, ne? Also hingeflogen bin, meine ich. Hier. Da habe ich eine Menge Sachen gelesen. Bärenverkäufer, Zutatenverkäufer, Watthändler, Fahrradfahrfrau, Diktatrainer, Rüstungsstation, Master-Dojo. Also da ist eine Menge. Ich sollte vielleicht doch mal schnell hier weitermachen und Zugriff die ganzen Sachen zu bekommen. Gott. Oh, das wird nervtötend. Wie ich jedes Mal darauf ausschalten muss.
So, meine Eier könnten jetzt langsam mal schlüpfen, ne? Normalerweise habe ich immer so ein Breeder dabei mit Flammkörper. Dieses eine hat aussieht wie so ein Kohlewagen. Kokowai. Hat irgendwie die Schlüpfrate beschleunigt. Aber habe ich jetzt nicht dabei. So, jetzt mal fangen wir dich jetzt. Kokowai, Kokowai. Erinnere mich immer an diese eine Folge von Pokémon, wo irgendwie ganz, wo ich glaube, hunderte von Oweis irgendwie entwickelt haben. Dann irgendwie so eine Stampede irgendwie erzeugt haben. Das war die Folge, in denen sich Ashs Glumanda, glaube ich, in Glutexo weiterentwickelt hat, ne? Na, okay. Kokowai. Ja, genau, Glumanda hat, glaube ich, irgendwie die Blätter von den Kokowais alle angezündet, weil die waren irgendwie, die haben sich irgendwie selbst hypnotisiert oder irgendwie sowas. Deswegen sind die irgendwie so ausgerastet. Glumanda hat dann irgendwie die Blätter angezündet und dann sind die wieder zu sich gekommen. Kokowai. Und dann hat sich Glumanda entwickelt. Jetzt fangen wir dieses Kokowai. Okay. Wir verheben noch einmal. Das ist ja nicht anders gewollt. Ich frage mich, ob sich meine Rate erhöht, diesen Superfang hier zu aktivieren. Das, ich glaube, bei 400 hat das irgendwie ab Maximum erreicht, ne? Aber jetzt kommen ja wieder neue Pokémon dazu. Also tut sich jetzt die Rate noch mal erhöhen oder was? So alle 100 Pokémon oder so. Okay, jeder der drei Köpfe hat seinen eigenen Willen und scheint sich nur für sich selbst zu interessieren. Haben nicht am Rücken auch noch Köpfe? Ich dachte, die haben so einen Kreis aus Köpfen. Vor allem Oweis bestehen ja aus irgendwie so, weil mich 5, 6 von denen, ne? Deswegen habe ich jetzt gedacht, sie haben irgendwie so einen ganzen Kreis aus Köpfen, nicht nur so ein Vorderteil. Aber anscheinend nicht. Außer jemand hat einen Fehler gemacht. So. Ja, diese ganzen Ausrufe-Sachen, die gehe ich jetzt noch nicht eher absuchen. Weil wer weiß, ob da neue Pokémon drin sind oder nicht. Oh! Meine Pokémon entwickeln sich. Schlüpfen aus, meine ich. Ich habe natürlich wieder ein paar beim nächsten Part verbreiten kann. Da, genau. Ich habe vollkommen vergessen, wie nochmal die Vorentwicklung von Tuhairo aussah. Ja, wie sie heißt. Oh ja, Kanivana, genau. Kanivana jagt Beute nicht im Alleingang, sondern wandelt auf seine Artgenossen, um mit ihnen im Schwarm anzugreifen. Ja, weil die Entwicklung nicht mehr, ne? Weil die einfach so einzeln auf mich zugestürmt kommen. So. Na, mein Tentacha. Hi. Neue Einträge. Da Tentacha kein besonders guter Schwimmer ist, treibt es in seichten Gewässern an der Wasseroberfläche und sucht nach Beute. Sie dann zu fressen. So, und da müsste jetzt halt Abra sein. Und das glaube ich nur in mein Team, in der Hoffnung, dass es sich entwickelt. Müsste ja eigentlich eine Menge Erfahrungspunkte kriegen. Aber kein Shiny dabei. Abra wurde gefangen. Es setzt seine Psychokräfte selbst im Schlaf ein. Der Inhalt seiner Träume hat Einfluss auf die Kräfte, die es verwendet. So, boom. Können wir erstmal die aussortieren wieder. Du kommst rein für ihn. Du kommst raus. Du bleibst drinne in Hoffnung. Ich kann nicht entwickeln. Dass, ja, Pokémon, die auf Level 60 sind, die werde ich ganz bestimmt nicht entwickeln können. Ging fast gar kein Level ab, ne? So, und jetzt müsste ich noch irgendwo hier, ja. Boom. Und das Abra, das müsste sich eigentlich entwickeln. Weißt du was? Ich habe irgendwo noch ein Glücksei, ne? Irgendjemand hat das da. Hier, mein Furchrohr. Ich muss mal irgendwann Online-Kämpfe machen, ne? Ich habe schon irgendwie Bock drauf, aber ich will jetzt erstmal das ganze Projekt hier abschließen. Vielleicht, wenn meine Projekte erstmal alle hier abgenommen haben. Dann vielleicht irgendwann mal, aber im Moment will ich jetzt erstmal nur alles.
Ich muss so viele DLCs noch spielen. Ich muss noch von Dragon Ball Z Kakarot hier DLC spielen. Ich muss noch von Kingdom Hearts 3 da DLC spielen. Ich muss eigentlich nur noch DLCs spielen. Bei Tales of Vesperia bin ich so gut wie fertig. Da kommt nicht mehr viel. Final Fantasy 7, das wird auch. Muss ich einfach noch weiter aufnehmen, dann wird das schon irgendwann. Und ja. Und ihr Pokémon halt, ne? Also es wird schon irgendwann. Ich habe jetzt auch 2 Wochen Urlaub und da werde ich sowas von ausnutzen, um jetzt hier aufzunehmen. Hier sehe ich schon direkt 2 neue Pokémon. Das werden 2 sehr aufnahmelastige Wochen. Ich habe jetzt schon seit, wir haben jetzt Montag und ich habe jetzt schon seit Samstag hier aufgenommen. Samstag habe ich, glaube ich, Final Fantasy 2 Parts aufgenommen. Gestern habe ich so 3 Parts Tales of Vesperia aufgenommen. Heute habe ich jetzt schon, das ist der 2. Part Pokémon. Also es wird wahrscheinlich auch jetzt 2 Parts pro Tag erstmal geben, einfach nur damit die jetzt mal schnell weggehen endlich. Und ja, es wird schnell vorangehen hier. So, aber natürlich ein paar Level bekommen. Ich glaube, es entwickelt sich zu Kadabra so Level 20 ungefähr. Sein Schrei erreicht eine Lautstärke von über 100 Dezibel. Hört man diese aus der Nähe, leidet man den ganzen Tag unter Kopfschmerzen. Gefährlich. So, Quappo, boom. Die Entwicklung von dem Lieblings-Pokémon meiner Mutter. Weil ich habe ja irgendwann mal als Kind irgendwie verwaltet, ihr Lieblings-Pokémon. Und weiß ich nicht, hat irgendwie auf dem Bild von Quapuzzi gezeigt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich da ein Bild mit allen Pokémon gezeigt habe. Die wollte eigentlich, er hat die sowieso nicht interessiert, die hat wahrscheinlich einfach nur drauf gezeigt, so ja, was auch immer, das Viech. Aber wenn ich jemals ein Quapo nutzen würde, dann würde ich das auf jeden Fall Mamas Liebling nennen oder irgendwie sowas. Irgendwie so. Wenn ich da jetzt irgendwie wahrscheinlich ein Bild zeigen würde mit allen Pokémon, dann wird die wahrscheinlich denken, oh Gott, wird die einfach irgendwie mit dem Finger irgendwo drauf zeigen. Die Politox oder so. Das meist fastete Pokémon aller Zeiten. Weil ich irgendwie nicht verstehe. Ich meine, das Vieh ist eine Mülltüte, beziehungsweise ein Müllberg. Ein Pokémon gibt es halt in allen Formen, ne? Gibt hübsche, gibt hässliche Pokémon und all sowas. Und ich verstehe jetzt irgendwie nicht den Hass gegen dieses Pokémon. Ich meine, ja klar, Pokémon, das auf Müll basiert, muss es wahrscheinlich auch geben. Es gibt ein Pokémon, das sieht wahrscheinlich aus wie ein Pokéball. Also jedes Mal, wenn irgendwie jemand so kommt und sagt, ja, oh, diese Designs in dieser Generation lassen voll nach, dann denke ich immer an Voltoball und Elektroball, was einfach nur ein Ball ist. So, aber entwickelt sich übrigens. Ja, Glück sei, hat ganz schön was gemacht, merke ich gerade. Kadabra, ich habe einen Löffel. Boom. Kadabras Psychokräfte ermöglicht es ihm, schweben zu schlafen. Sein äußerst elastischer Schweif nutzt es dabei als Kissen. Cool. So. Konfusion, jawohl. Und ein Quappo. Sein ganzer Körper besteht fast nur aus Muskeln. Im kalten Meer zerschlägt es mit seinen Stangenarmen Treibeis, um voranzukommen. So. Das heißt, wir können wieder aussortieren. Kadabra, du gehst raus. Dann versuchen wir mal irgendwie andere Pokémon jetzt zu leveln, ne? Was könnten sie sich in hier entwickeln? Du könntest dich entwickeln. Ich weiß aber nicht, ob man Zuneigung oder irgendwie sowas braucht. Ich mach mal das hier. Ich weiß, ich glaube, das entwickelt sich durch Level, ne? Ich weiß nicht. So, von dir brauche ich ein Ei. Von dir brauche ich ein Ei. Von dir brauche ich ein Ei. Wir gehen halt hier ganz gekonnt alles ab. Ich habe gesehen, da war gerade schon die Entwicklung von ich hab den Namen schon wieder vergessen. Ja. Da ist ein Quapuzzi. Ja, ein Quapsel. Natürlich. Geben die mir erst die Entwicklung und dann die Vorentwicklung, ist klar. Krakelo. Ach ja, die Jäger pennt noch. Ah. Und Jäger pennt immer noch. Geil. Ach komm, wach auf.
Er tut dir so laute Angriffe einsetzen, Jäger. Ach ja, Aufruhr weckt Pokémon auf, genau. Stimmt, geil. Weißt du, erst schreit er uns im Gesicht, dann macht er eine Aufruhr und Jäger pennt einfach. Voll geil. So, okay. Dir müsste ich eigentlich nur einen Sonderbonbon geben, dann entwickelst du dich, weil ich glaube, Kakelo entwickelt sich auf Level 40, ne? Also ja, mal auch noch nebenbei geschafft, vielleicht. Ich könnte auch einfach nur einen Sonderbonbon geben, dann wäre das erledigt. Aber dann komme ich gleich hier an so ein Dings vorbei, an so ein Krabums und ja, dann schon wieder einen Sonderbonbon verballert, welche ich ehrlich gesagt brauche, um meine vortrainierten Pokémon auf Level 100 zu bringen. Was nicht notwendig ist, aber ich will es trotzdem machen. So, es bleibt recht verdammt. Gehen die Pokébälle aus. Keule. Oh. Da habe ich noch keine Zeit mehr, hier mein Dings hier zu entwickeln. Ich merke, du setzt Kreideschrei ein, aber du hast keine physischen Angriffe, ne? Aufruhr. Okay, ich glaube, Aufruhr ist ein physischer Angriff, glaube ich. Wahrscheinlich nicht. Jawohl. Klasse, Krakelo wurde gefangen. Blup. Nee, da wird nichts auf Level 60 zu trainieren. Seine Ohren von Genats Lautsprecher. Mit ihnen kann es starke Schallwellen ausstoßen, die ganze Häuser zum Einsturz bringen. Wow. Wie schaffen es Leute zu leben mit solchen Pokémon? So, Quapsel. Das heißt, ich brauche kein Ei für. Obwohl, vielleicht doch. Auf jeden Fall mit Level 1er Quapsel durch die Gegend. Dann wird sich das schon schnell entwickeln. Druckschlag. Eine Quapsel kann sich auch noch in Links entwickeln. Okay, ich wollte schon sagen. Quapsel kann sich ja noch in Links hier entwickeln, in, aber nur per Tausch, ne? In Quaxo. Oh Gott. Aber der Soundeffekt. Dun 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 dun. Ist mir noch nie aufgefallen, geil. Ich muss meine Fang-Session auch gleich mal beenden, weil mir echt die Pokébälle ausgehen. Hab nur 13. Ich meine, ich kann auch Hyperbälle oder so einsetzen, aber pff. Nein. Oh, Jäger ist Level 90. Geil. Bald Level 100. Quapsel kann besser schwimmen als laufen. Das Spiral muss auf seinem Bauch sein, Teil seiner Innereien, der durch die Haut sichtbar ist. Herzergreifend. Schmierbe habe ich schon, Welser habe ich schon. Also als war den Gala schon da, war habe ich auf jeden Fall sowieso. Ich meine, ich kriege ja viele Sonderbonbons. Das ist irgendwie Enton. Hi. Hallo Daniro. Hi. Cool. Ja, ich soll vielleicht mal hier was machen. Ja, Jäger. Ich meine, das sind ja nur so Sprays, die man eigentlich einsetzt, ne? Aber ich stelle mir vor, wie so ein Energy, wie so ein Energy Drink einfach so runterschlucken. Was macht das nochmal? Die Staatsveränderung von, ja, ich habe keine, also Kollege, haben sie, was habe ich gerade noch mal gemacht? Ach ja, um mein Leben gekämpft. Und da ist ein Enton, haben wir auch. Ich schon wieder Eier vorbereite. Ich habe den Pokédex hier gleich erledigt, bevor ich die Story erledigt habe. Hab ich so ein Gefühl, so, Pokéball 12 Stück klappt. Boom. Ja, du bist jetzt hier drin. Du gehst hier nicht mehr raus. Verdammt! Du und ich, wir sind eins. Aber ich habe noch nichts verändert. So, jetzt aber. Boom, Donnerwelle. Okay. Er hat aber bis jetzt schon einmal angegriffen. Er tut sich die ganze Zeit nur hochballern.
Er tut ja nicht mal seinen Angriff oder so hochballern, ne? Boom. Er hat Gebuffe für nichts. Cool. Oh, Big Tox. Hochgelevelt. Hast du gerade 4 Punkte in Spezialangriff bekommen? Geil. Dieses Pokémon lebt in samtfließenden Flüssen. Mit seinen langen Gliedmaßen schwimmt es voller Eleganz durch das Wasser. Habt ihr gewusst, dass das ein Übersetzungsfehler war zwischen Enton und Enteron in der englischen Version? Die Entwicklung von die erste Version heißt Psyduck, das ist ein neues Pokémon. Und jetzt entwickelt sich zu Golduck. Enton ist gelb, deswegen würde irgendwie Golduck irgendwie besser passen und Psyduck für die Entwicklung. Ich glaube, da haben sie irgendwas verwechselt. Hier sehe ich schon direkt 2 neue Pokémon. Mir gehen die Pokebälle aus. Ja, komm, Shadrago, glaube ich, ne? Da wird irgendwie von 4 Leuten uns das schlechteste Pokémon aller Zeiten irgendwie dargestellt. Glaube ich. Also jemand auf meiner Arbeit hat irgendwie nur darüber rumgeraged. Das sieht aus wie ein Pokémon, hat irgendwie so ein Kleinkind gezeichnet. Einfach so ein Drache mit so einem roten Kopf. Oh Gott. Obwohl. Ja. Ein Volltreffer. Und. Verteidigung wird gesinnt, ne, Angriff. Ja doch, auch Verteidigung. Na gut, dich fange ich noch. Und deinen Kollegen auch. Oh, du hast raue Haut. Ich meine, in der Version sieht das Ding nicht schlecht aus, muss ich jetzt sagen. Aber ich kann verstehen. Ja, sieht man nicht. So im Vergleich zu allen anderen Drachen-Pokémon finde ich jetzt, sieht das ein bisschen zu, ja. Keine Ahnung, wir brauchen einen Drachen. Hier hast du einen Drachen. Sieht irgendwie zu casual aus. Und zum, ich habe gerade einen Ball auf nichts geworfen. Habt ihr das gesehen? Mein Ball ist auf nichts irgendwie gelandet. Oh Gott, der hat mich sogar noch K.O. gekriegt. Kann er es wagen? Was nehme ich dagegen, ne? Frage. Big Tox oder Raptor. Raptor hat hohe Verteidigung. Mit eine vorgesprungen worden, da kriegen wir nicht hochgelevelt. Ist doch wohl Sonderbonbons einsetzen für einige. Aber naja, finde ich das irgendwie eine Minute später irgendwo, die Entwicklung davon, und dann war wieder umsonst. Die Sonderbonbons finde ich sind ganz schön wertvoll. Wie gesagt, ich benutze die manchmal um Dings hier. Ein Competitive Pokémon hoch zu trainieren. Auf Level 100. Oh, super Wurf. Na, da ist schon wieder auf nichts gelandet. Hat er das gesehen? Hä? Jawohl. Da ist noch ein Schlurp und dann machen wir Feierabend für heute. Mal genug gefangen. Für das Erste. Und mit etwas Glück kriege ich noch ein Level ab für das Viech. Man glaube ich nicht. Shadrago lebt in Grotten. Fühlt sein, kühlt seinen Körper ab. Er starrt es, weshalb es regelmäßig Sonnenbäder nehmen muss. Wow, was für ein fauler Drache. So, mal kurz meinen Jäger wiederbeleben. Es war ein bisschen Verschwendung jetzt für ein Pokémon. Aber ich will es auch erledigt haben. Ja, Übertränke tun jetzt nur 120 heilen. Früher haben sie mal 200. Zu meiner Zeit haben Hypertränke noch 200 geheilt. Glaube ich? Ja, ne? 200. Ja, die tun wir erstmal paralysieren. Das ist alles wieder Pokémon, die sich nur über Tausch entwickeln. Da muss ich wieder den Master kontaktieren, damit er mir hilft. Okay. Druck, Schlag. Keiner mit Diamant und Perl kam irgendwie mal eine ganze Welle von Pokémon, die sich nur durch Tausch entwickeln, ne? Vor allem als Kanto-Pokémon hier, so also Magma, Electek, Schlurp, Nasknet und so, da kam irgendwie voll viele Pokémon, die sich durch Tausch entwickeln. Jetzt Zwirklob, glaube ich. Deswegen werde ich Diamant und Perl immer als die Generation bezeichnen, wo die meisten Entwicklungen dazu kamen. Da kam Unmengen von Entwicklungen von alten Pokémon irgendwie dazu. Schon fast lächerlich. So, werd gefangen bitte.
Oben. So, cool. War ein sehr erfolgreicher Part in Sachen Fangen, würde ich sagen. Ja, da wird nichts mit dem Level ab für das Viech. So, wäscht man sich nach den Berührungen mit seinen klebrigen Speicheln nicht, setzt bald ein starker Juckreiz ein, der nicht mehr zu stoppen ist. Nie mehr. Wow. Noch ein Pokémon, das Hüllen und Verderben auf die Welt niederlassen kann. So, wir haben 131 und 200 gibt es nur, so wie ich das gehört habe, ne? Von der einen jedenfalls. Ja, die hat jedenfalls schon gesagt, ich habe schon die Hälfte aller Pokémon gefangen, ne? Also, hi, wer bist du denn? Du wirst nie und nimmer glauben, was für ein grandioses Pokémon ich begegne. 500 Watt zeigt dir meine abgefahrene Entdeckung, aber nur ausnahmsweise. Hier, dann schau dir mal das wahnsinnig tolle Pokémon, das ich entdeckt habe. Tangela. Ah, okay. Gibt es mir einfach nur einen Eintrag. Sagen auf, oder welche Pokémon antreffen man, hängt auch von dem Wetteranlager. Es lohnt sich also jeden Tag aufs Neueste loszuziehen. So, ich habe schon irgendwie Angst, hier weiterzugehen, damit ich schon wieder ein neues Pokémon finde. Deswegen lassen wir das, ne? Ich würde jetzt erstmal sagen, ich bin ein Part hier. Wir machen dann, weiß ich nicht, sollen wir weiterfangen oder sollen wir mit der Story mal weitermachen? Keine Ahnung. Lass mir schon mal überlegen. Jedenfalls bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.